Das, was ich machen möchte, ist, Ihnen Verbindungslinien aufzuzeigen zwischen den großen ökologischen Herausforderungen, die wir auf globaler, auf nationaler Ebene haben und intensiv diskutieren, und dem Thema Wissenschaft und Wissenschaftspolitik. Denn wir stellen fest, dass Wissenschaft und Wissenschaftspolitik sehr, sehr lange etwas war, das doch in sehr überschaubaren und kleinen, sehr weit von der Gesellschaft abgekapselten Kreisen passiert ist, sich auch noch ganz eigenen Logiken entwickelt hat. Und René Röspel hat es gerade nochmal betont, ziemlich wenig auch Eingriffe und Kontrolle von Zivilgesellschaft und Politik erfahren musste. Und wir nun Stück für Stück merken, auch in der Zivilgesellschaft, die Umweltverbände sind da gerade in den letzten Jahren sehr intensiv auch sensibel für geworden, dass in einer Gesellschaft, die sowohl in der Erzeugung als auch in der Bewältigung ihrer großen Herausforderungen und Probleme unabdingbar auf neue Formen von Wissen angewiesen ist, ist ganz entscheidend ist, was in den Thinktanks, an den Orten, an denen Wissen produziert, vorgedacht wird. Denn wir können letztlich in modernen Wissensgesellschaften Gesellschaft kaum gestalten, wenn nicht auch kraftvolle neue Zukunftsentwürfe entstehen, Perspektiven dazu, wie schwierige Transformationsprozesse gestaltet werden. Und es gibt so dieses schöne Sprichwort bei allen, die so ernüchtert auf den heutigen Wissenschaftsbetrieb schauen. Und das geht ungefähr so: Die Welt hat Probleme und die Universität, die hat Disziplin. Mal sagen. Und das haben Sie, glaube ich, häufiger auch schon gemerkt. Uns bewegen ganz große Fragen. Und Wissenschaftler sind eben sehr groß dabei zu sagen, ja, also da müssen wir unter ganz bestimmten Randbedingungen und da müssen wir alles das mal ausblenden, was in der Wirklichkeit wirklich relevant ist. Aber dann können wir eine sehr spezifische und hochdifferenzierte Aussage, meistens auch noch wunderbar mathematisiert, machen. Die ist zwar mit diesen Einschränkungen absolut richtig und verifizierbar, aber sie ist für das, was wir draußen an Fragen haben, komplett nutzlos. Und es nun im Wissenschaftssystem hohe Anreize gibt, auch in wissenschaftlichen Karrieren, möglichst methodisch Ausdifferenziertes zu produzieren, das auch wie nutzlos immer sein kann, solange es diesen methodischen Standards genügt, weil diejenigen, die sie in ihrem Fortkommen bewerten und mit Reputation ausstatten, das sind oft dann genau die 10 anderen 15 Fachidioten, um das auf den Punkt zu bringen, die sich in dieser Disziplin bewegen. Und es gibt eben kaum einen Kontrollmechanismus über das, was da draußen passiert. Und das haben wir in den letzten Jahren sehr intensiv gespürt, am stärksten vermutlich in den Wirtschaftswissenschaften. Da darf ich etwas offener drüber sprechen, weil ich ja selber aus dem Fach komme. Das große Versagen der Wirtschaftswissenschaften in den Jahren 2008, 2009. Diese Krise ist von niemandem vorhergesehen worden. Die große Ratlosigkeit, wie geht man damit um? Und das Allerschlimmste, es ist fast komplett wirkungslos am Wissenschaftssystem und großen Teilen der Wissenschaftspolitik vorbeigegangen. Alle haben danach weitergemacht wie bisher. Wenn Sie an die ökonomischen Fakultäten gehen, da hat das keinen Ruck durch die Fakultäten gehen lassen, sagen so, verdammt, also wir haben vielleicht Ökonomie in der Art und Weise ihrer starken Mathematisierung, dem zu starken Vertrauen auf die Kraft von Märkten doch zu eng betrieben, und jetzt müssen wir es ausweiten, jetzt brauchen wir sehr viel mehr Interdisziplinarität, brauchen auch Perspektiven darüber, wie sich Volkswirtschaften unter Wachstums- oder Schrumpfungsbedingungen weiterhin stabil entwickeln können. Wenn Sie mit solchen Fragen kommen, haben Sie in der klassischen Ökonomie auch heute kaum eine Chance. Und die wenigen Vordenker, ich weiß nicht, der eine oder andere von Ihnen hat vielleicht schon mal einen Vortrag von Nico Pech gehört oder einem Tim Jackson, das sind Personen, die stehen ganz am Rand des Systems und haben das ganz, ganz schwer in den Kern, in den Mainstream vorzudringen. Und Ähnliches haben auch die Umweltverbände festgestellt. Die Umweltbewegung in den gerade 70er, 80er Jahren ist eben stark und groß geworden, dadurch, dass sie ein enges Bündnis hatte mit kritischen Naturwissenschaftlern, kritischen Technikwissenschaftlern, auch kritischen Sozialwissenschaftlern, die eben Fragen ökologischer Belastung, Belastung von Ökosystemen, Waldsterben aufgriffen und ganz enge Bündnispartner waren der Umweltverbände. Zum Teil ist ja
sind ja eigene Wissenschaftseinrichtungen entstanden aus den Bedarfen der Zivilgesellschaft. Denken Sie an das Öko-Institut, Ende der 70er Jahre gegründet, weil die konventionelle Wissenschaft auf all die Themen von Atomgefahren und Atomkritik kaum etwas zu sagen hatte oder nicht sagen wollte und sich darum dann unabhängige Wissenschaftler auf den Universitäten zusammengetan haben, um ein solches Institut zu gründen. Und dass das in den 70er und 80er Jahren so stark war, hing damit zusammen, dass wir Anfang der 70er Jahre die breite Gründung von Reformuniversitäten hatten, an die viele auch kritisch orientierte Wissenschaftler gegangen sind. Die waren dann natürliche Bündnispartner der Zivilgesellschaft. Und diese gesamte Generation, die ist sozusagen seit Ende der 90er Jahre in der Emeritierungswelle. Die waren Anfang der 70er, waren die alle so 30, Mitte 30, 20, 25 Jahre später in den Ruhestand gegangen. Und inzwischen hat diese Logik disziplinärer Exzellenz, Spezialisierung im System, auch gefördert durch äußere Anreize, so stark um sich gegriffen, dass die Neubesetzung, die jungen Leute, die dann hineinkamen, diesen kritischen und insbesondere ganzheitlichen Blick kaum noch haben. Sie finden heute an kaum noch einer Biologiefakultät wirklich eine breit ausgerichtete Ökologieprofessur, sondern das sind dann in der Regel Genetiker, die sich mit dem genetischen Code bestimmter Spezies auseinandersetzen, aber die überhaupt keinen Blick mehr haben für die Dynamik eines Ökosystems. Toxikologen in den Chemiefachbereichen ganz erheblich zurückgedrängt, und das können sie in vielen anderen Feldern weiter durchdeklinieren. Und plötzlich merken die Umweltverbände, ihnen gehen die Bündnispartner an den Hochschulen komplett verloren. Sie haben dieses Rückgrat im Wissenschaftssystem nicht mehr, und das hat eben auch die Erkenntnis gestärkt, wir müssen mit uns darum kümmern, was passiert da eigentlich in der Wissenschaftspolitik? Wie stellen wir sicher, dass dort, wo Zukunft vorgedacht wird, auch Ansprechpartner sind, die eben nicht nur entweder in der ganz engen disziplinären Logik laufen oder durch den zunehmenden Drittmitteldruck ganz eng mit Industrie zusammenarbeiten wollen, aber wo keiner mehr ein Interesse hat, an den großen öffentlichen Fragen aus der Zivilgesellschaft zu arbeiten. Und das ist eben auch gemeint mit so einer Formel Public Money für Public Goods. Wir reden hier in Deutschland dann über öffentliche Forschungsförderung der Hochschulen und der großen außeruniversitären Einrichtungen. Und die große Frage ist dann ja politisch, wofür setze ich das öffentliche Geld ein? Und da muss man dann im Hintergrund immer haben, wir reden ja über diese Zielgröße von 3% unseres Bruttosozialproduktes, das in Forschung und Entwicklung gehen soll, auch um die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes zu sichern. Von den 3% kommen heute schon 2% unmittelbar aus der Industrieforschung. Also 2%, das sind 2/3 all unserer Forschungsleistungen, passiert in den Forschungsabteilungen der forschungsstarken Industrien. Also da ist ein hoher Anreiz, auch aus der ökonomischen Logik heraus, viel in den Schlüsselindustrien, Automobil, Elektrotechnik, Chemie, Pharmazie zu machen. Und nur 1% der Forschungsgelder, 1/3, ist dann öffentliche Förderung. Und da beginnt eben jetzt eine intensive Diskussion, macht das wirklich Sinn, auch dieses Drittel im Wesentlichen an Industriebedarfen auszurichten, oder müssen wir angesichts der Herausforderungen, die auf uns zukommen, und ich werde gleich darauf eingehen, nicht hier stärker auch Gleichgewichte verschieben, um eben den Resonanzraum und den Raum, wo wir über alternative Zukünfte nachdenken, entsprechend zu vergrößern. Und das führt dazu, dass die Wissenschaftspolitik sehr viel stärker wieder in die Mitte politischer Debatten rückt. Und ein guter Gradmesser ist die Vergabe von Landeswissenschaftsministerien. Wer das von Ihnen in der politischen Logik schon mal verfolgt hat, in der Regel ist das der Landesminister, Posten, Ministerin, Posten, der man als letzter verramscht wird. Weil den will eigentlich keiner. Mit Wissenschaftspolitik kannst du in der Partei wirklich keine Karriere machen. Wissenschaftspolitik, das interessiert höchstens mal an einem Uni-Standort. Und da wundern Sie sich manchmal, wer dann so Wissenschaftsministerin und Minister in den letzten Jahren und Jahrzehnten geworden ist. Und auch das verändert sich. Wenn Sie sagen, die Besetzung auch der letzten Jahre anschauen, spürt man, dass die Wissenschaftspolitik aufgrund ihrer gesellschaftlichen Relevanz mehr wieder in das Zentrum rückt. Und ich auch davon ausgehe, dass wir gerade auf der Bundesebene in den nächsten Jahren eine intensive Diskussion und ein intensives Ringen darüber haben, was ist eigentlich das eigentliche Zukunftsministerium in einem solchen Bundeskabinett? Ist es
Und das war ja lange immer so die Vermutung des Wirtschaftsministeriums, Wirtschaftsministerien, die heute in der Logik globaler Wirtschaft fast nur noch hinterherlaufen, so also ein bisschen Fotoshooting machen, aber kaum noch wirkliche Weichen stellen können. Die zentralen Zukunftsministerien, wenn Sie sich die Megathemen ansehen, die die Gesellschaftspolitik in den letzten Jahren geprägt hat, waren die Umweltministerien. Sagen viele Themen, die Energiewende natürlich nochmal verstärkt, kamen aus der ökologischen Perspektive. Und meine Prognose wäre, dass die Gestaltung von Wissenschaftspolitik, wenn sie eben in enger Kopplung mit Gesellschaft passiert, zu einem ganz zentralen Nukleus und Motor auch der Zukunftsperspektiven künftiger Gesellschaften werden wird. Was ich jetzt in dem Vortrag machen möchte, Ihnen einmal kurz die Kulisse aufzeigen. Also warum sprechen wir aktuell über solche großen Begriffe und Worte wie die große Transformation, das Anthropozän, das Menschenzeit, das Zeitalter in der Erdgeschichte, in dem der Mensch plötzlich zum zentralen Motor auch geoökologischer Prozesse wird. Also was zeichnet diese aktuelle Situation aus als ein Epochenumbruch in der Menschheitsgeschichte? Um von dort dann den Schritt zu machen, was heißt das jetzt konkret eigentlich an neuen Herausforderungen für die Wissenschaft? Und möchte Ihnen dann an Beispielen auch aus unserer Forschung am Wuppertal-Institut aufzeigen, wie sich das umsetzt, also was das auch an veränderten Forschungsmodus für das System bedeutet. Denn auch wir haben die interessante Erfahrung gemacht, dass als wir vor 20 Jahren gegründet wurden, damals von Ernst-Ulrich von Weizsäcker, waren wir immer so ein Stück die Outlaws im Wissenschaftssystem. Ne? In der Gesellschaft hoch gefeiert und als relevant wahrgenommen, weil wir plötzlich Fragen stellten und Antworten gaben, auch in der Form wissenschaftsaufbereiteten, wie sie die Gesellschaft eigentlich lange verlangt hatte. Aber im Wissenschaftssystem waren wir immer so die Parias. Ne? Eigentlich, sind das eigentlich Wissenschaftler? Was machen die da? Da schreiben die sowas wie ein zukunftsfähiges Deutschland. Ist das ein wissenschaftliches Produkt? Also man betrachtete uns mit einer gewissen Distanz. Der Wissenschaftsrat hat uns im Jahr 2000 vernichtend damals evaluiert. Und es ist letztlich der starken politischen Unterstützung hier im Land zu verdanken gewesen, dass man das Institut um die Jahrtausendwende nicht komplett geschlossen hat. Und inzwischen erleben wir plötzlich eine Integration in den Kern des Systems. Also es ist Wahnsinn, wo viele Wissenschaftler des Institutes und ich derzeit auftreten dürfen in den Herzkammern des Wissenschaftssystems. Der Wissenschaftsrat hat uns 2011 wieder evaluiert, äußerst favorabel. Wir sind jetzt so ein bisschen so zur Blaupause geworden, wie man eigentlich Kriterien entwickeln kann für eine gesellschaftsrelevante und orientierte Forschung. Insofern ist das, was wir machen, ein ganz guter Hinweis dazu, wie sich das Wissenschaftssystem aktuell entwickelt, ganz im Sinne dieses hier metaphorisch benutzten Klimawandels. Und darum habe ich Ihnen einige Beispiele mitgebracht, um das zu illustrieren. Das also zum Rahmen. Und ich will starten mit einem Schlüsselbild der aktuellen Umweltdebatte. Ich weiß nicht, wer dieses Bild von Johann Rockström und seinen Co-Autoren schon mal gesehen hat, nur mal so ein Gefühl zu entwickeln. Wer hat das schon mal gesehen, das Bild? Ah ja, wunderbar, doch einige sagen. Das ist seit 2009 sozusagen die neue große Ikone, die Ikonografie der globalen Umweltdebatte. Also dieses Bild hat für eine wissenschaftlich komprimierte Darstellung eine beeindruckende Karriere innerhalb von nur 4 Jahren hinter sich. Was können Sie auf diesem Bild erkennen? Johan Rockström, ein schwedischer Umweltwissenschaftler, hat mit 30 Co-Autoren und Co-Autorinnen alles führende, global führende Umweltwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unterschiedlichen Gebieten der globalen Umweltforschung, darunter glaube ich insgesamt 5 Nobelpreisträger, sich zusammengesetzt und versucht zu ermitteln, in welchen Umweltbereichen ist das globale Erdsystem in kritischen Feldern unterwegs. Das heißt, was sind Umweltbereiche, die, wenn sie bestimmte Belastungsgrenzen überschreiten, drohen, das gesamte geoökologische System auf einer internationalen Ebene in ein erhebliches Ungleichgewicht zu bringen. Haben diese 10 Bereiche, ich werde ihn gleich kurz noch skizzieren, identifiziert und haben sich dann im nächsten Schritt gefragt,
Was ist eigentlich die Belastungsschwelle, ab der wir nur noch schwer Aussagen darüber machen können, über die weitere stabile Entwicklung des Systems? Und dann im dritten Schritt versucht zu bestimmen, wo sind wir heute mit den Belastungen? Und das finden Sie alles sehr schön komprimiert in diesem Bild dargestellt. Da sehen Sie einmal diese 10 Bereiche. Das ist der Klimawandel, der heute ja auch als Überschrift dasteht und am intensivsten diskutiert wird. Es ist die Übersäuerung der Ozeane. Es ist der Ozonverlust in der Stratosphäre. Dort unten die beiden kleineren Dinge, da geht es um grundlegende Nährstoffkreislaufe, den Nitratkreislauf und den Phosphorkreislauf. Es geht um die globale Verwendung von Frischwasser. Es geht um den Wechsel von Landnutzungsmustern im internationalen Maßstab. Es geht um den Verlust von Biodiversität, das ist hier der große rot ausstrahlende Bereich. Es geht um Aerosole in der Atmosphäre und um eine Kategorie Chemical Pollution. Chemische Verschmutzung dahinter ist eben gemeint die Diffusion von problematischen Stoffen in die globalen Ökosysteme. Das, was da der grüne Ring im Inneren ist, das ist sind diese Grenzen. Die äußere Begrenzung des grünen Rings zeigt, also wenn wir über diese Belastungsgrenze hinauskommen, dann entsteht eine Destabilisierung. Und wir haben eben heute 3 Bereiche, wo die Umweltwissenschaftler sagen, da sind wir schon jenseits dieser Grenzen. Das ist eben einmal der Klimawandel. Wir diskutieren eben über die Schwierigkeit, das 2-Grad-Ziel überhaupt noch zu halten. Es ist der Nitratkreislauf, nicht wegen Ressourcenengpässen, sondern durch die breite Diffusion von Nitratüberschüssen in die Ökosysteme mit den entsprechend destabilisierenden Wirkungen. Und es ist am massivsten der Verlust von Biodiversität und damit die Gefährdung von zahlreichen Ökosystemdienstleistungen im globalen Maßstab. Warum ist dieses Bild von so zentraler Bedeutung? Das hat mit mehreren Aspekten zu tun. Erster wichtige Punkt, all diese 10 Bereiche sind solche, in denen wir Menschen die Hauptverursacher sind. Und das ist der Grund, warum der Nobelpreisträger Paul Crutzen, der lange in Mainz gelehrt hat, dieses Zeitalter der Erdgeschichte Anthropozän nennt. Anthropozän eben für das Zeitalter, das durch den Menschen zentral angetrieben wird. Wir waren in den vorangegangenen Erdzeitaltern, waren Menschen und auch die Lebewesen immer eher Opfer und Getriebene durch ökologische Dynamiken und Prozesse und wir haben uns versucht, da zu arrangieren und anzupassen. Jetzt sind wir plötzlich die Motoren, die über die Stabilität dieser Prozesse im globalen Maßstab mitentscheiden. Und das hat natürlich von der Verantwortungsdimension und der Frage, was heißt das für die weitere Entwicklung der Zivilisation Menschheit, fundamentale Auswirkungen. Denn wir sind plötzlich diejenigen, die die Verantwortung für die Schöpfung in die Hand gelegt bekommen. Und es reicht eben nicht nur aus, Verantwortung für den Nahbereich seiner eigenen Nation zu übernehmen, sondern Menschheit als Ganze ist gefordert, mit dieser Verantwortung in einer Form umzugehen, dass auch künftig die Bedingungen für menschliches Leben gewährleistet bleiben. Und wir können das eben nicht mehr einfach abgeben und delegieren, weil wir sagen, da haben wir mit den Prozessen ohnehin nichts zu tun. Das ist die eine wichtige Botschaft dieses Bildes. Die zweite wichtige Botschaft ist, es ist nicht nur ein einzelner Bereich, wo wir bei den Grenzen angekommen sind, sondern es sind aktuell schon 3 in der Überschreitung und andere stehen kurz davor. Das ist deswegen so wichtig, weil erstens jede auch Stimme, die jetzt anfängt, in Frage zu stellen, ja, mit dem Klimawandel, ist das wirklich so stark und so menschgetrieben, sind es dann nicht mehr die Sonnenflecken? Und wir haben ja eine ganze Reihe auch an Theorien der Klimaskeptiker. Mit all diesen Dingen kann man relativ gelassen umgehen, wenn man sich dieses Bild anschaut. Weil man im Extremfall sogar sagen kann, selbst wenn wir feststellen, dass wir im Hinblick auf unsere Klimaforschung in den nächsten Jahren, Jahrzehnten einschätzen müssen, dass die ein oder andere Entwicklung vielleicht doch langsamer verlaufen ist. Derzeit deutet in der Umweltforschung nichts darauf hin, aber selbst wenn das der Fall wäre, ist die Belastung, die der Mensch auf dem Planeten derzeit ausübt, mindestens in einigen anderen Bereichen in gleicher Größenordnung da. Und macht uns gelassen im Hinblick auf die künftigen Strategien, die wir zu wählen haben, nämlich
den menschgemachten Druck auf diese globalen Ökosysteme insgesamt ein Stück herauszunehmen. Das ist auf jeden Fall richtungssicher. Und da müssen wir uns eben nicht mehr darüber streiten, ob wir die ein oder andere Klimaschutzmaßnahme heute oder übermorgen machen, sondern all das, was uns hilft, eine Zivilisation, eine ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung voranzutreiben, die ökologischen Druck aus dem System insgesamt herausnimmt, ist in jedem Fall richtungssicher und für die künftige Schöpfung wahrend. Und zweiter wichtiger Aspekt dieser Mehrfachbelastung ist die Sensibilisierung für den Blick auf Problemverschiebung. Und das haben wir bei der Biosprit-Debatte ja sehr deutlich gemerkt. Da wollten wir oben was für den Klimaschutz tun. Und es hat hinten dann ausgeschlagen bei der Biodiversität und Landnutzungsmuster. Man wird sich merken, da werden in gewaltigem Maße zusätzlich Regenwälder in Indonesien und Südamerika abgeholzt, um hier den Biosprit zu ermöglichen. Und da wird eben sehr schnell klar, wenn das System an mehreren Stellen droht, aus dem Gleichgewicht zu geraten, dann brauchen wir Lösungen, die auch in der Summe beim ganzheitlichen Blick richtungssicher sind und eben nicht nur einen einzelnen dieser Pole optimieren. Und das hat nun unmittelbare Konsequenzen auf die Strategien, die wir gesellschaftlich und wirtschaftlich betreiben müssen. Und da will ich jetzt im Folgenden kurz darauf eingehen. Und da leitet uns dieses Bild. Wir haben ja als Wuppertal-Institut in den 90er Jahren die Studien gemacht zu Faktor 4, Hans-Ulrich von Weizsäcker. Inzwischen ist er sogar beim Faktor 5 angekommen. Da hat er vor 3 Jahren sein Buch dann Faktor 5 veröffentlicht. Da muss man zum Hintergrund wissen, dass gerade die chinesische Regierung und viele der Schlüsselakteure in China sehr an diesen Perspektiven interessiert waren, weil sie genau wissen, China muss zu einer ganz hohen ökologischen Produktivitätssteigerung kommen, um die Wohlstandsziele so voranzutreiben, dass sie eben nicht zum ökologischen Kollaps im eigenen Land führen. Und nun ist es so, dass im Chinesischen die Zahl 4 sehr negativ konnotiert ist. Und Ernst-Ulrich von Weizsäcker, Pragmatiker wie er ist, hat dann gesagt, na gut, 25% mehr ist immer drin, wir sind ja schon ein Stück weiter. Und seitdem das jetzt Faktor 5 heißt, rennt ja dort in China ganz, ganz viele offene Türen ein. Und Friedrich Schmidt-Bleek, auch einer der zentralen Köpfe in der Gründungsphase des Institutes, ging ja im Hinblick auf die Ressourcenproduktivität noch ein Stück weiter und hat den Faktor 10 ausgerufen. Was heißt das? Was steht hinter den Faktoren? Das bedeutet, wie kann ich es erreichen, dass Lebensqualität, Wohlstand weiter steigt, aber für jede Einheit Lebensqualität ich möglichst nur noch ein Zehntel oder eben ein Viertel des Naturverbrauchs erzeuge. Das ist die faszinierende Idee hinter der Ökoeffizienz. Und wir haben in den letzten 20 Jahren gesehen, und das ist der untere Bereich, dass es eine ganze Reihe auch an Produktinnovationen gibt, die deutlich machen, was man da auch leisten kann, von hochökoeffizienten Motoren, der Umstellung von Produktionsprozessen, die mit sehr viel weniger Abfall auskommen, plus Energiehäusern, Häusern, die plötzlich nicht mehr Energie verbrauchen, sondern welches produzieren. Oder das zum Teil ja sehr heftig diskutierte Beispiel unserer Energiesparlampen oder LED-Lampen, die gerade mal mit einem Sechstel oder einem Achtel der Energie auskommen, um die gleiche Stärke an Licht zu erzeugen. Also das hat eine ganz wichtige technologische Komponente, da ist sehr vieles auch passiert. Gleichzeitig haben wir aber über die letzten 20 Jahre festgestellt, dass ein solcher Energie- und Ressourcenproduktivitätseffekt im einzelnen Produkt nicht immer gewährleistet, dass damit auch die Gesamtbelastung sinkt. Sondern wir haben unterschätzt, dass die sogenannten Rebound-Effekte auf einer gesamtwirtschaftlichen Ebene doch sehr viel bedeutender sind als anfangs vermutet. Was heißt das Rebound-Effekt? Rebound-Effekt heißt, wenn Sie etwas effizienter und produktiver machen, dann wird es natürlich auch günstiger und schafft Anreiz zu mehr Konsum. Und das kennen Sie so aus dem eigenen Lebensbereich, entweder bei sich oder auch bei Nachbarn, wenn dann eben so eine Energiesparlampe nur noch ein Siebtel der Energie braucht, denkt man sich, ach wunderbar, da kann ich auch den Garten ein bisschen ausleuchten oder ich lasse das Licht einfach mal ein Stück länger brennen, das ist ja nicht mehr so teuer.
Oder sie kaufen sich so eine neue, hocheffiziente Tiefkühlkombination und denken, ach, die alte, warum wegschmeißen, die kann ich doch in den Keller stellen. Manchmal haben wir noch den alten Rebraten und dann läuft die dann plötzlich mit diesem Rebraten doch das ganze Jahr weiter. Und sie haben dann zwar einen Riesensprung zu dieser energieeffizienteren Kühlkombination, aber in der Summe hat sich kaum was getan. Manfred Linz bei uns aus dem Institut verwendet immer sehr gerne dieses Bild des Käfers aus dem Jahre 1955, VW Käfers 1955 und des dann VW Beetle 50 Jahre später, 2005. In diesem Beetle steckt heute ein viel, viel effizienterer Motor, Faktor 3, Faktor 4 effizienter. Interessanterweise, wenn Sie sich den Treibstoffverbrauch pro 100 Kilometer anschauen, beide bei so etwas mehr als 7 Liter. Das heißt, es hat sich Treibstoffverbrauch gar nichts getan, weil in dem Beetle, der ist natürlich schwerer, der hat mehr Elektronik, der hat jetzt dreimal so viel PS. Das heißt, diese ganzen Effizienzvorteile sind einfach hineingegangen, das größer zu machen. Und das führt nun dazu, dass wir die Diskussion über diesen zweiten Zweig brauchen. Wie schaffen wir das eigentlich, ökonomisches Wachstum zu entkoppeln von Lebensqualität und Wohlstand? Und das ist etwas, das hat jetzt auch den Bundestag die letzten 3 Jahre sehr intensiv beschäftigt. Er hat eine eigene Enquete-Kommission eingesetzt, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, wo genau dieses Verhältnis näher in den Blick genommen wurde. Im Wuppertal-Institut nennen wir das dann Suffizienz. Also die Frage des weniger, anders, besser. Kann ich, wenn ich einen Verkehr wie in Kopenhagen organisiere, in dem das Pendeln zur Arbeit, das sich Bewegen in der Stadt zu Fuß und Rad ein gewaltiges Vergnügen ist, und das vergleiche jetzt mit Städten wie Wuppertal oder Hagen, die da immer noch ein Stück Nachholbedarf haben, da sehen Sie, der Kopenhagener, der besitzt zum großen Teil gar kein Auto mehr, der fühlt sich gesünder, fühlt sich anders mit seiner Stadt verbunden, verbraucht sehr viel weniger Energie und ist am Ende doch glücklicher als derjenige, der, wenn er sich hier in Hagen-Wuppertal bewegen will und das auch halbwegs sicher, dann doch lieber auf ein großmotoriges Fahrzeug zurückgreift. Und das lässt sich nun in viele andere Bereiche auch übertragen und wir derzeit auch spüren, in ganz vielen gesellschaftlichen Feldern entsteht da eine gewaltige Kraft. Sie haben diese Bewegung an Bioenergiedörfern auf dem Land, die sagen, man, eigene Autarkie, wieder Unabhängigkeit zu gewinnen, das ist dann nicht nur ein ökologisches Projekt, das schmeißt so eine Dorfgemeinschaft ganz anders zusammen. Im städtischen Bereich haben sie es über sowas wie Transition Town Bewegung, Stadtgärten, die entstehen. Also ein Gefühl dafür da ist, gerade auch in der jüngeren Generation, das, was ein gutes Leben ausmacht, ein gelingendes Leben, hat eben nicht mehr nur mit einem rein ökonomischen Wachstum zu tun, sondern kommen andere Elemente mit hinzu. Und das hat nun auf für unser Thema schon eine massive Wirkung, weil das ganz andere Innovationen braucht. Also hier für den unteren Teil, da geht es um ein sehr klassisches naturwissenschaftlich-technisches Innovationsverständnis. Da brauchen Sie gute Ingenieurinnen und Ingenieure, die Ihnen pfiffige Produktionsverfahren entwickeln, neue Produkte designen. Und das ist etwas, wo unsere Forschungsförderung über die ganzen letzten Jahrzehnte ihren zentralen Schwerpunkt gelegt hat. Wenn Sie in den oberen Bereich gehen, da geht es um soziale Innovation, neue Formen des Zusammenlebens, intelligente Stadtplanung, gute Geschäftsmodelle, um Carsharing und andere Sharing-Lösungen zu betreiben. Fragen intelligenter Partizipation, wenn man jetzt regenerative Energien in so einem Bioenergiedorf vorantreiben will. Das ist also eine ganz andere Innovationswelt, die sehr viel stärker inspiriert wird, durch intelligente soziale Experimente, eine begleitende sozialwissenschaftliche Forschung, eine auch kreative und innovative ökonomische Forschung. Und je mehr sich unsere Innovationsherausforderung, und das lässt sich eben beobachten, von unten nach oben verschiebt, umso mehr Konsequenzen muss das eigentlich auch für unser Wissenschafts- und Innovationssystem haben. Und das bildet sich eben aktuell erst in Ansätzen ab. Wir sind, auch weil das Wissenschaftssystem und auch seine Förderungslogiken relativ träge ist, immer noch hier unten verharrt, obwohl vermutlich die eigentlichen Esprit und Ideen, die wir brauchen, sehr viel mehr sich auch in dem oberen Bereich abspielen werden. Neben dieser Verschiebung von
eher technisch-naturwissenschaftlichen Wissensbeständen, die braucht es auch weiterhin, gar keine Frage, aber die müssen eben immer mehr eingebettet sein, dann in solche Systemlösungen, hin dann dieser Verschiebung hin zu solchen institutionellen und sozialen Lösungen, ist die andere wichtige Verschiebung die der Wissensarten, die wir brauchen. Und da habe ich dieses Bild mitgebracht, das Zeichnen, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, so einen Kreislauf ab. Wenn wir wirklich Veränderungsprozesse wissenschaftlich begleiten wollen, dann hat das in der Regel 4 Stufen. Da ist, und das ist sozusagen das Normale und das Kerngebiet der klassischen Wissenschaft, die Problemanalyse, die am Anfang steht. Wir brauchen eine hochelaborierte Klimaforschung, die überhaupt über Modelle abschätzen kann, wie sich ein Klimasystem verändert und uns dann Prognosen liefern kann. Wir brauchen Forschung darüber, die uns ein Energiesystem modellieren kann und nun Vorstellungen davon gibt, wenn da jetzt immer mehr regenerative Energien hineingehen, wie verhält sich das System? Also wie halte ich das weiterhin stabil? Wichtiges Thema gerade für die Energiewende. Das ist klassische Wissenschaft, komplexe Systeme möglichst gut und exakt beschreiben und modellieren zu können und damit solches Systemwissen zur Verfügung zu stellen. Da ist auch herkömmliche Wissenschaft richtig gut. Denn es ist auch eindrucksvoll, wenn Sie sich diese Klimamodelle heute anschauen. Das ist wirklich Wahnsinn, welche komplexen Systeme sich da inzwischen beschreiben lassen. Wenn ich aber Veränderungen initiieren will, dann brauche ich auch eine Vorstellung davon, wo soll es eigentlich hingehen. Ich brauche also Vorstellungen über mögliche Zukünfte. Was ist eigentlich wünschenswert? Was ist ein gutes Leben? Wie kann eine Ökonomie und eine Gesellschaft aussehen, vielleicht auch unter ökonomischen Schrumpfungsbedingungen? Wie müssen Sozialversicherungssysteme gestaltet sein? Also Bilder wünschenswerter Zukünfte. Und das war etwas, das hat die Wissenschaft bisher immer so an die Politik geschoben. So, das ist normativ, da kommen ja auch Werte mit rein. Lieber Röspel, das müssen Sie sagen. Da haben wir als Wissenschaftler nichts mit am Hut. Und damit hat sich die Wissenschaft eben sehr einfach gemacht, weil die Entwicklung solchen Zielwissens kann und muss eben auch sehr stark durch Wissenschaft mit unterstützt werden. Bildung von Szenarien, überhaupt auch Konsistenzen zu prüfen möglicher Modelle, kann das eigentlich aufgehen? All das ist Unterstützung, die dann auch für politische Entscheidungsträger sehr wichtig ist. Oder auch eine Diskussion darüber, über Werte und Normen. Auch das ist ja etwas, was wissenschaftlich reflektiert wird. Ist das eigentlich eine Welt, die da gerade gemalt wird, folgt die fundamentalen Gerechtigkeitsprinzipien? Wie viel Demokratie ist in diesem Entwurf eigentlich noch enthalten? Also für die Erzeugung von Zielwissen braucht es unbedingt Wissenschaft und da muss Wissenschaft auch eben in einen ganz anderen Austausch mit Gesellschaft und Politik treten. Und es müssen eben nicht nur die Bestände verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen zusammengeführt werden, sondern auch das Wissen all derjenigen, die davon betroffen sind. Wenn wir über die Zukunft von Hagen reden, dann geht das uns hier alle im Raum an. Dann haben wir sehr individuelle Vorstellungen davon, was wünschenswert ist. Und das sind Wissensbestände, die haben den gleichen Wert, die gleichen Augenhöhe wie der Sozialwissenschaftler, der jetzt irgendeinen künftigen Zukunftsentwurf macht. Und ein kraftvolles Zielwissen entsteht eben dann, wenn es gelingt, diese Wissensbestände miteinander zusammenzuführen. Und das nennen wir in dem Wissenschaftsbetrieb dann sozial robustes Wissen. Und das heißt, das ist ein Wissen, da kann jeder, der hier im Stadtteil einen kleinen Laden hat oder auch wohnt, was mit anfangen, sagen, ja, das ist ein Zukunftsbild, das leuchtet mir ein, da kann ich was mit anfangen und das gleichzeitig in die wissenschaftliche Debatte anschlussfähig ist, ne? Weil es sich auch deckt mit den Kriterien dort. Und das geht. Das geht, auch wenn das heute im Wissenschaftssystem nur von ganz wenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so praktiziert wird. Und wie das geht, durfte ich vor 5 Tagen auf dem Hamburger Kirchentag erleben. Da hat Hartmut Rosa, ein jener Soziologe, der einer der 3 Koordinatoren von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sozusagen der Spitze der deutschen Wissenschaftsförderung geförderten Forschungskollegs zu Postwachstumsgesellschaften ist, also einer der führenden theoretischen Soziologen in dieser Republik, in der Kirche St. Petri, eine der Hauptkirchen in Hamburg, vor knapp 2000 Leute einen Vortrag gehalten über die Frage, was sind eigentlich die Prinzipien gelungenen Lebens?
Und Hartmut Rosa forscht sehr intensiv über die Bedeutung des Phänomens von Resonanz. Also Grundthese, gelungenes Leben besteht immer dann, wenn wir Resonanz mit der uns umgebenden Welt erzeugen können, im Sinne sozialer Gemeinschaft, Resonanz mit Natur, ne? Resonanz, die entsteht durch ästhetische Erfahrungen. Und dass wir in modernen Gesellschaften durch ihre Beschleunigung, durch die nur noch Orientierung an quantitativen Maße, diese Resonanzbrücken zunehmend gekappt werden. Sie merken das ja selber, wenn Sie nur noch durch Ihre E-Mails getrieben werden, immer nur das Gefühl haben, ist sagen, der nächste Gedanke treibt Sie, dann geht Resonanz zunehmend verloren. Ne? Sie sitzen dann über Weihnachten zu Hause und denken, verdammt, ich wollte mich doch dieses Jahr eigentlich so viel mit Freunden treffen und der Nachbarin habe ich schon lange gar nicht mehr guten Tag gesagt und war ich das letzte Mal im Wald oder bei einem guten Konzert. Also durch die Art, wie moderne Gesellschaften organisiert sind, sind sozusagen die Resonanztöter und führen eben dazu, dass wir heute uns trotz gewachsenem materiellen Wohlstands häufig immer unwohler fühlen. Ich will jetzt den Vortrag nicht nochmal wiedergeben. Das Faszinierende für mich war, da ist einer der führenden Soziologen, hält dort diesen Vortrag und bei so einem Kirchentag, das ist ein wunderbarer Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung. Und danach gab es 5 Minuten lang Standing Ovations in dieser Kirche. Also sagen, das war wirklich Wahnsinn. Da hat es jemand verstanden, Wissenschaft so zu übersetzen, dass jeder das Gefühl hatte, ja, das beschreibt das, was ich da seit Wochen, Jahren in mir schon fühle. Der gibt dem eine Sprache, der gibt dem Begriffe. Und das ist Ausdruck von sozial robustem Wissen. Da haben sie Kategorien, Begriffe geschaffen, mit denen sich dann Politik und gesellschaftliche Gestaltung machen lässt, das aber gleichzeitig hoch anschlussfähig ist an alle zentralen Linien der soziologischen Forschung der letzten 100 Jahre. Und das ist eben ein zentrales Momentum bei dem Zielwissen und noch wichtiger wird das dann eben fast bei dem Transformationswissen. Das ist eben das Wissen über die konkrete Gestaltung von Veränderungsprozessen. Da brauchen Sie auf der einen Seite Metawissen, ob das aus der Wissenschaft kommt, wie laufen politische Prozesse ab, wie läuft so eine gesellschaftliche Dynamik ab. Aber wenn Sie hier in Hagen Veränderungsprozesse anstoßen wollen, dann sind die wichtigsten Wissensträger ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin, die hier schon seit Jahren ihre Stadt kennt und weiß, wie die Akteure ticken, ist das derjenige, der in seinem Quartier hoch engagiert unterwegs ist und genau weiß, wen muss ich mitnehmen, damit wirklich Bewegung entsteht. Das ist Wissen, das ist eingebettet in den jeweiligen Kontext, in dem wir eine Veränderung auslösen wollen. Und Transformationswissen, das sozial robust ist, das entsteht eben nur, wenn wir hier wieder wissenschaftliches und dieses Akteurswissen zusammenbringen. Und da sehen Sie schon, das ist dann ein sehr viel weiteres Verständnis von Wissenschaft. Wissen schaffen, das relevant ist. Und die Wissenschaft in ihrer heutigen Verständnis sieht sich dann immer nur als Wissenschaft, wenn sie dieses Systemwissen erzeugt. Und dann wirft es über den Zaun und sagt, hack, und jetzt müsst ihr mal bitte was damit machen. Und wenn das nicht klappt, dann liegt das nicht an uns, dann sind das die idiotischen Politiker, wir haben denen doch alles erklärt, die haben es nicht richtig verstanden. Weil es eben aber nur ein reduziertes und gekürztes Wissen ist. Und hier sind auch die Ökonomen wieder vorbildlich. Die haben ja mit ihrem gerade dann auch neoklassischen ökonomischen Modellen und so diesem Bild vom eigennutzmaximierenden Akteur, erklären die einem ja vollen Ernstes, ja, so Weltrettung, kann ich ökonomisch nur zu sagen, schwierig, eigentlich sogar unmöglich. Ich kann Ihnen das genau erklären, warum. Da gibt es öffentliche Güter und Trittbrettfahrerphänomene, Kooperationsprobleme. Also ökonomisch können wir nur sagen, diese Welt, die ist dem Untergang geweiht. Und die freuen sich dann sogar noch, wenn es so weitergeht, weil sie sich dann ja wissenschaftlich bestätigt fühlen, dass ihre Theorien so wunderbar aufgehen. Und das ist natürlich dann so die Spitze wissenschaftlichen Zynismuses. Denn diese Welt da draußen, die ist von uns Menschen so gemacht und gestaltet worden. Und wenn eine Wissenschaft uns erklärt, dass wir sie nicht auch als anders gestalten können, dann muss uns das sofort zu denken geben, weil das kann dann nur eine reduzierte Form von Wissenschaft sein, die menschliche Existenz und menschliche Möglichkeiten nur äußerst begrenzt erfasst. Also seien Sie da extrem vorsichtig, wenn ein Ökonom Ihnen sagt, es geht nicht. Ich bin da früh auch durch meine Frau geheilt worden, weil so ein Ökonom, wenn Ihnen Ihre Frau sagt, da unten liegt ein 10-Euro-Schein,
dann gucken Sie als Ökonom ja gar nicht runter, weil Sie sagen, kann ja gar nicht, denn wenn da einer liegen würde, hätte den schon längst jemand aufgehoben. Und das ist, alles andere wäre irrational. Und deswegen seien Sie gerade gegenüber den ökonomischen Welterklärungen sehr skeptisch. Das also die unterschiedlichen und integrierten Wissensformen. Und ich will Ihnen jetzt an einigen kleinen Beispielen mal zeigen, wie sich das dann bei uns im Wuppertal-Institut umsetzt. Wir gucken uns solche Transformationen durchaus auf globaler Ebene an, gerade jetzt, wenn es um die Frage geht, globale Klimaregime, globale Veränderung des globalen Klimasystems und Energiesystems. Das ist, sind ja Prozesse, wo wir aktuell viel Stagnation erleben. Und deswegen spielen für uns in unserer Forschung Bereiche eine Rolle, in denen wir eine hohe Dynamik der Transformation und Veränderung beobachten. Das sind einige Schlüsselindustrien und Branchen, aber insbesondere Städte. Also Städte sind heute auch im internationalen Maßstab ein ganz wichtiger Ort der Transformation. Und die Hoffnung ist, dass durch diese hohe Dynamik, die wir von unten haben, das perspektivisch es auch leichter machen wird, auf der Ebene globaler Klimaverhandlungen zu Vereinbarungen zu kommen, weil hier vorgelebt wird, ja, es geht, wir können diese Veränderung machen. Das ist keine ökonomische und gesellschaftliche Gefahr, sondern ganz im Gegenteil, es eröffnet interessante Zukunftspfade. Und deswegen sind wir sehr intensiv eingebunden in die Begleitung vieler Städte und urbaner Räume in solchen Transformationsprozessen zu CO2-leichten und ressourcenleichten Pfaden. Und ich will Ihnen anhand der vier Felder mal zeigen, was das jetzt in unserer Arbeit heißt. Also dieser erste Bereich Systemwissen, Systemverstehen, das spielt für uns eben auch als Ausgangspunkt immer eine wichtige Rolle. Und da machen wir dann solche Studien, wie wir sie im Jahr 2008 für die Stadt München gemacht haben. Die wollten gerne wissen, kann denn so eine Stadt wie München bis zum Jahr 2058, das ist der 99. Geburtstag der Stadt, CO2-neutral werden. Interessanterweise hat diese Studie der Stadt die Firma Siemens zum Geburtstag geschenkt, zum 850. weil Siemens sehr viele technologische Lösungen anbietet im Bereich urbaner Verkehrssysteme und Versorgungssysteme und die über so eine Studie mal sehen wollten, so ein Think Tank wie das Wuppertal-Institut, was glauben die denn, welche Technologien in den nächsten 50 Jahren relevant werden, um dann auch die eigene strategische Planung im Hinblick auf ihre Technologieportfolios nochmal zu überprüfen. Und dann kann man eben so ein technisches Systemmodell machen mit den verschiedenen Komponentenannahmen über ein künftiges Wirtschaftswachstum, Energieverbrauch und sieht dann, dass durchaus bis zu 95% CO2-Reduktion möglich sind mit den absehbaren technologischen Optionen und dass das Ganze, wir haben dann eben auch noch ein ökonomisches Modell drüber gelegt, durchaus finanzierbar ist. Das ist klassisches Systemwissen. Das meiste, was da meistens mit solchen Studien passiert, ist dann so der Effekt, interessant, und dann landet es in irgendeiner Schublade. Weil das ist ja toll zu wissen, dass wir in den nächsten 50 Jahren CO2-frei werden können, aber das nun politisch umzusetzen in den ganzen verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Dynamik, das ist ein hartes Stück. Ne? Und darum gibt es viele solcher Studien, auch auf nationaler und globaler Ebene. Wir wissen, dass das technologisch geht. Die Studien liegen alle da, aber dennoch erschrecken wir ja oft, wie wenig dann politisch passiert. Und das hängt eben damit zusammen, wenn Wissenschaft nur solches Systemwissen erzeugt, ja, das ist ganz, ganz weit weg. Das ist alles andere als sozial robust. Und darum spielt dieser zweite Bereich so eine zentrale Rolle, Visionsentwicklung. Faktor 4 hatte ich angesprochen, aber ich will eben hier auf der Ebene Stadt bleiben. Wir haben im Jahr 2010 eine Studie für die Stadt Hamburg gemacht. Zukunftsfähiges Hamburg. Und das ist eine Studie, da sind gar keine, nur ganz wenige Zahlen drin, sondern das ist eng zusammengearbeitet mit gesellschaftlichen Organisationen, mit Umweltverbänden, mit Bürgern, eine Vision, wie könnte denn ein lebenswertes Hamburg aussehen im Jahr 2030? Was heißt das für die wirtschaftliche, für die soziale Entwicklung, für das Verkehrssystem der Zukunft? Wie sieht die Zukunft des Hafens aus in einem solchen Entwurf? Und dieses Buch
Das enthält viele Bilder, auch viele Geschichten neben der Analyse. Wenn Sie das in die Hand nehmen, da blättern Sie gerne, das lesen Sie gerne. Und das hat für die Hamburger Diskussion ganz, ganz viel auch an Bewegung und Debatten ausgelöst. Das ist Zielwissen, das dann Lust macht auf eine Zukunft, weil du dir vorstellen kannst, wie die Stadt dann irgendwann mal aussieht und Freude macht, sowas zu verfolgen. Und dann guckt man sich auch wieder an, ja, wie war denn das eigentlich mit den technischen Systemen dahinter? Und wir haben jetzt gerade vor 4 Wochen ein weiteres Buch veröffentlicht, das genau in dieser Linie liegt. Da geht es um den Emscher Umbau. Ein bisschen nördlicher von hier, der Abwasserkanal des Ruhrgebietes über viele Jahrzehnte. Und durch die jetzt erfolgende Kanalisierung, ein sehr nüchternes, handfestes Infrastrukturprojekt, finden plötzlich radikale Lebensqualitätsveränderungen statt mit der gleichzeitig dann renaturierten Emscher. Phoenixsee ist ja geschaffen worden. Da wird plötzlich wieder ein Lebensraum neu entwickelt. Und dass dieses Projekt in den letzten 20 Jahren auch politisch so stabil umgesetzt und finanziert werden konnte, hängt eben genau damit zusammen, dass hier eine Vision lebenswerter Umgebung sich koppelt mit einem handfesten Infrastrukturumbau. Und wir nun gerade dabei sind, die Erfahrungen aus diesem Emscher-Projekt auch zu übertragen auf solche Herausforderungen wie die Energiewende oder auch Verkehrswende, weil es genau das braucht, diese handfesten technischen Szenarioanalysen zu koppeln mit entsprechenden Zielbildern. Und für das Transformationswissen, da ist etwas zentral, was Sie hier als Experimente bezeichnet sehen. Denn wie so eine komplexe Veränderung abläuft, wo dann Technik, Menschen, politische Prozesse eine Rolle spielen, das können wir in der Regel nicht mehr formal modellieren. Sondern da müssen wir ein Gefühl für Veränderungsmuster entwickeln und das gewinnen wir nur durch möglichst viele Orte, in denen wir das ausprobieren und wo wir die Erfahrung intelligent vernetzen. Und die Arbeit mit solchen Reallaboren, Realexperimenten, das gewinnt in so einer Form von Transformationsforschung zunehmend an Bedeutung. Und hier ist in NRW eben das eigentlich auch bundesweit spannendste dieser Experimente in Bottrop im Gange. Ne? Ausgewählt in einem Wettbewerb sollen in Bottrop ja bis zum Jahr 2020 die CO2-Emissionen um 50% sinken. Und das ist eben nicht irgendwie so eine neue Stadt draußen vor der Tür, wo du dann lauter Passiv-Energiehäuser abwirfst. Nein, das ist massiver Bestand mit allen sozialen und ökonomischen Problemen und Herausforderungen. Die letzte Zeche wird dort 2016 zugemacht. Und jetzt zu sehen, wie kann unter solchen Bedingungen Veränderung laufen? Welche Technologien spielen da eine Rolle? Wie nehme ich die Menschen mit? Was sind innovative neue Verkehrs- und Energiekonzepte, die aufgehen? Und hier koordinieren wir die Begleitforschung, an der weit über 30 wissenschaftliche Einrichtungen und mindestens genauso viele Disziplinen beteiligt sind, um zu schauen, wie kann ein solcher Veränderungsprozess auch intelligent durch Wissenschaft mit begleitet werden. Und eine zentrale Rolle dann bei der Vernetzung und dem Nutzen dieser Erfahrungen spielt die Kopplung insbesondere mit anderen solchen Experimenten auf nationaler und internationaler Ebene. Denn heute finden solche urbanen Transformationen nicht nur in Deutschland statt, sondern in allen Teilen der Welt. Und dann ist man manchmal überrascht, wie viel man plötzlich lernen kann von der Herangehensweise eines chinesischen Stadtplaners, der unter ganz anderen Voraussetzungen und kulturellen Erfahrungen das gleiche Problem plötzlich aus einer völlig anderen Perspektive angeht. Und das spielt für uns in einigen Projekten eine sehr wichtige Rolle. Wir haben von der Stiftung Mercator unterstützt ein Projekt, wo wir die Städte Düsseldorf und Wuxi, Wuxi ist so ein großer Agglomerationsraum, so etwas landeinwärts von Shanghai mit rund 5 Millionen Einwohnern, gemeinsam begleiten auf einer klimaschutz- und ressourcenleichten Strategie und die Verantwortlichen beider Städte in regelmäßigen Treffen immer wieder zusammenkommen und eben sich nicht nur über angewandte Technologien auseinandersetzen, sondern auch über Planungsverfahren, Umgang mit gesellschaftlicher Einbindung. Und wenn sie dann aus so unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Systemen kommen, dann brechen eben manchmal so richtig Denkblockaden auf. Also was ich immer so eindrucksvoll finde, dass mit chinesischen Ansprechpartnern spricht, die einem sagen, also wisst ihr, was wir bei euch so überhaupt nicht verstehen in Deutschland, dass ihr die Städte und Kommunen so
Stich lasst, dass er die überhaupt nicht unterstützt. Das ist für uns in dem chinesischen Verständnis die Kommune, die Stadt, das ist das Kraftzentrum der gesellschaftlichen Entwicklung. Das ist doch völlig klar, dass auch in der Frage, wie ich die Finanzierung im Staat organisiere, die Kommune muss handlungsfähig bleiben. Wenn die nicht handlungsfähig ist, dann kann ich eine Gesellschaft nicht verändern. Ne? Und dann guckst du hier aus einer Schulungskommune und denkst, ja, boah, wenn das hier Politik in Deutschland verstanden hätte, dann wäre uns schon sehr geholfen. Und da kommt einfach durch diesen erfrischenden Blick, ne, weil wir uns hier ja Denkverbote auflegen und froh sind, wenn man dann mal eine kleine Cashwurze bekommt, kommt man da auf ganz andere Perspektiven. Oder das Lernen dann von bis hin Kühlschrank-Austauschaktionen in Kuba, die dann den Energieverbrauch auf einen Schlag massiv reduziert haben. Ne, da haben sie, hat man dann zwar, muss man erstmal die Denkblockade lösen und sagen, eieiei, das ist jetzt kein demokratisches Regime. Okay, aber wenn ich mir jetzt mal davon löse und sehe, wie effektiv das war, kann ich hier nicht ein demokratiekompatibles Förder- und Anreizsystem einsetzen. Aber ich habe da eben festgestellt, was das dann an der Energieverbrauchsreduktion wirklich erreichen kann. Und diese Form der guten Vernetzung von Laborerfahrung, das Entwickeln von Mustersprachen, das mir auch hilft, dann entsprechende Erfolgsmuster sauber zu identifizieren, das ist eben eine große Herausforderung auch für die Wissenschaftsentwicklung der Zukunft. Und ich will schließen mit einem Bild. Wir sind ein Gefühl dafür bekommen, wo passiert das jetzt? Also wo passiert dieses Umdenken zu einer transformativen Wissenschaft, wer treibt das? Denn aktuell treibt das nicht das Wissenschaftssystem selber. Die wehren sich eher noch. Die merken so langsam, wir können uns dem nicht ganz entziehen. Motorfunktion geht derzeit von vier Orten aus. Das eine sind eben Vorreitereinrichtungen, die zeigen, was da möglich ist. Und das ist sehr schön, dass sich diese Vorreitereinrichtungen in den letzten Jahren auch sehr viel besser vernetzt haben. Es gibt hier zwei prägende Verbünde, die hier einmal als ICONET bezeichnet sind. Hinter ICONET verbergen sich all diese freien Forschungsinstitute. Da ist das Öko-Institut mit dabei, das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, das Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt. Das sind alle diese freien Institute, die aus den gesellschaftlichen Bedarfen entstanden sind und daher früh so einen Forschungsmodus entwickelt haben, der dem entspricht. Wir gehören da eben auch mit dazu, wobei wir ja das Ergebnis einer extrem weitblickenden Entscheidung der Landesregierung hier in NRW Anfang der 90er Jahre waren. Denn es war Johannes Rau, der sagte, dieses Land befindet sich im Strukturwandel und wir brauchen Thinktanks für die Schlüsselthemen der nächsten Jahrzehnte. Und das ist das Umwelt- und Klimathema. Darum wurde das Wuppertal-Institut damals gegründet. Es ist die ganze Frage von kultureller Entwicklung, gerade in der Transformation NRWs. Darum ist das Kulturwissenschaftliche Institut Essen damals gegründet worden, zum gleichen Zeitpunkt. Und es ist die Frage der Zukunft von Arbeit. Und das war das dritte Institut, das Institut für Arbeit und Technik, die damals auch in einem engen Verbund in den 90er Jahren noch zusammengearbeitet haben. Und der zweite Verbund, NAVIS, für nachhaltige Wissenschaft, da ist neben uns, sind da zwei Universitäten dabei, denn es geht ja darum, dieses Programm nicht nur in Forschung zu übersetzen, sondern auch in die Ausbildung. Und zwei der Vorreiter-Universitäten sind hier die Lüneburger Leuphana-Universität, die derzeit sagen, die Zeichen eigentlich setzt an solchen inter- und transdisziplinären Designs. Und die Uni Kassel, eine Uni, die sehr früh Umweltthemen in großer Breite nicht nur betrieben, sondern auch eng miteinander vernetzt hat. Wir haben leider noch keine NRW-Uni dabei. Also gerade die NRW-Unis, auch hier die Ruhr-Universitäten, tun sich sehr, sehr schwer. Das war so mein erster Gang, als ich nach 2010 hierher kam. Ich kannte ja die ganzen Rektoren und Rektoren noch aus meiner Oldenburger Phase. Bah, aber die waren dann doch sehr stark in dem klassischen Wissenschaftsmodus verankert. Und ich merke das auch jetzt, wenn so mir Frau Garter und Herr Weiler, der Herr Radke ist ja immer noch am offensten entgegen, das sind die Rektoren dieser Universität, über den Weg laufen. Die machen immer ganz gerne einen Bogen um mich, weil die das Gefühl haben, der kommt dann sonst wieder hier mit seinem transformativen Programm und der müsste doch wissen als Rektor, wie schwer das ist, sowas bei den eigenen Wissenschaftlern durchzusetzen. Es ist auch schwer. Also ich habe mir da in Oldenburg auch ziemlich die Zähne ausgebissen, obwohl das eigentlich eine Uni war, die hervorragende Voraussetzungen dafür hatte. Und hier, das sind die beiden, aber wir sollten daran arbeiten, dass auch in NRW Hochschulen entstehen. An der Hochschule in Bochum, der Fachhochschule, gibt es zurzeit ganz spannende Entwicklungen. Und das ISS, das ist dieses Töpferinstitut, das ist eben auch Teil des NAVIS-Verbundes als so ein Institut der Advanced Studies. Das sind Orte, an denen diese neuen Forschungsdinge ausprobiert werden und entwickelt wird. Wie kann das eigentlich aussehen? Dann kommt, ich sprach das an, ganz viel Dynamik aus der Zivilgesellschaft. Umweltverbände, die im letzten Jahr wissenschaftspolitisch sich
positioniert haben. Der BUND zum Beispiel hat als eine seiner 8 Wahlprüfsteine für die diesjährige Bundestagswahl erstmalig wissenschaftspolitische Forderungen. Und das ist immer ein harter Kampf in so einem Umweltverband. Was sind unsere 8 Hauptforderungen? Und da ist wirklich das Problembewusstsein da. Und in dieser Plattform Forschungswende haben sich neben Umweltverbänden auch weitere zivilgesellschaftliche Organisationen, Kirchen, Gewerkschaften zusammengetan, um eben einzufordern, wir wollen in Zukunft stärker mitreden bei der Wissenschafts- und Forschungspolitik. Und sowohl die Fraktionen der SPD als auch der Grünen haben das im Bundestag auch sehr, sehr offen aufgenommen. Inzwischen nicht nur das in ihre Wahlprogramme mit einfließen lassen, sondern auch im Bundestag sehr schöne Beschlussempfehlungen eingebracht. Also da merkt man auch, in der Wissenschaftspolitik kommt das an. Dann gibt es, und das treibt derzeit die Entwicklung, einzelne Vorreiterländer. Also hier in NRW, Svenja Schulze mit dem Programm Fortschritt NRW ist genau von diesen Ideen getragen. Das macht sie im Wissenschaftssystem nicht immer leicht, ne? Weil für viele Direktoren ist das so wissenschaftsfremd. Ich begeistert bin, mit welchem Elan sie aber hier für diese richtigen Perspektiven kämpft. Und man merkt, zunehmend wächst auch die Unterstützung. Und Ähnliches passiert derzeit in Baden-Württemberg unter der dortigen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, die eben auch eine eigene Expertengruppe jetzt Wissenschaft für Nachhaltigkeit eingesetzt hat. Und wir in dieser Kommission gerade diese Reallabore sehr, sehr stark machen. Im Juni wird der Bericht übergeben und ich da auch hoffe, dass das vorangetrieben wird und Svenja Schulze und Theresia Bauer auch gerade im Wissenschaftsjahr im letzten Jahr, wo es um Nachhaltigkeit ging, sehr eng zusammengearbeitet haben. Wir hatten 2 wunderbare Veranstaltungen in Berlin, wo beide Ministerinnen den ganzen Tag mit Wissenschaftlern, Zivilgesellschaft über diese Fragen diskutiert haben. Und wenn Sie wissen, wie schwierig es ist, eine Wissenschaftsministerin mal eine Stunde auf so einen Termin zu bekommen, zeigt das, war das von der Symbolik her so wichtig, weil beide in dem Schulterschluss gezeigt haben, wie sehr ihnen diese Themen am Herzen liegen. Also, und das wird wahrgenommen auch auf Bundesebene, weil das sind natürlich nicht irgendwelche Wissenschaftsländer, NRW, Baden-Württemberg, das sind die beiden stärksten Wissenschaftsländer in dieser Republik. Und ganz wichtig und interessant, Studierendeorganisationen, junge Studierende, die sagen, nee, das lassen wir uns nicht mehr bieten. Eine Wissenschaft, die mir nichts sagt zu den Fragen, mit denen ich eigentlich an diese Uni gekommen bin. Und die anfangen, sich dann selber Kurse zu organisieren, sich dafür einzusetzen, dass entsprechende Professuren eingerichtet werden. Und das ist eindrucksvoll, was dort an vielen Universitäten passiert ist. Greening of the University in Tübingen, die haben faktisch sogar das Exzellenzkonzept am Ende der Tübinger Uni an vielen Stellen mit beeinflussen und prägen können. Und auch hier in NRW, gerade durch in Duisburg-Essen Richtung Service Learning, sind viele tolle studentische Initiativen unterwegs, die sich zunehmend auch vernetzen und die vor dem Hintergrund auch politisch gehört werden. Und das sind sagen die Mutmacher für den Umbau, aber man auch feststellt, es braucht diesen Druck, um da entsprechend voranzukommen. Das zu den Entwicklungen, und das Buch ist ja schon ein paar Mal gezeigt worden, wer das nachlesen will. Wir haben das, es ist leider sehr, sehr dick geworden, weil eben so viel Schönes passiert, hier dann auch nochmal systematisch aufgearbeitet und gehen damit jetzt in eine intensive Diskussion mit den Vertretern im Wissenschaftssystem. Wer nicht ein ganzes Buch lesen will, sondern einfach mal in die Debatte reinhören will, wir betreiben zu dem Buch ein eigenes Blog, nachhaltigewissenschaft.blog.de. Da werden auch zentrale Thesen aus dem Buch immer wieder zur Diskussion gestellt. Da kriegen Sie mit, was an aktuellen Entwicklungen unterwegs ist. Sie können das auch abonnieren, dann kriegen Sie mal eine Info, wenn mal was Neues draufsteht. Also bewusst der Versuch, darüber die Diskussion jetzt auch sehr, sehr breit hineinzutragen. Gut, und jetzt danke ich Ihnen, dass Sie mir doch so lange zugehört haben und freue mich auf Ihre Fragen, Anmerkungen und eine gute Diskussion. Ganz herzlichen Dank. Applaus